Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden heute über den ganzen Themenkomplex Parteienfinanzierung, Transparenz, Lobbyismus, Nebentätigkeiten. Da gibt es insgesamt 9 Anträge, das ist schon gesagt worden, 3 von den Grünen, 2 von SPD und Grünen, 3 von den Linken und 1 von der SPD. Und die einzige Gruppe, die sich zu dem Thema überhaupt nicht geäußert hat, keinen eigenen Beitrag geleistet hat, ist bemerkenswerterweise sind die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und FDP. Herr Kollege Grosse-Römer, Sie haben nicht gehandelt. Und deswegen hat mich auch ein bisschen gewundert, was der Kollege Oppermann gesagt hat. Es bewegt sich was. Ich sehe keine Bewegung. Ich höre nur Ankündigungen. Es sind alles nur Sprüche. Es hat sich da überhaupt nichts bewegt. Nichts. Seit Monaten blockieren FDP und Union, dass wir endlich weiterkommen bei der Umsetzung der Empfehlung der Staatengruppe gegen Korruption. Da ist nichts passiert. Was schon gesagt worden ist, ist, dass Deutschland immer noch nicht so weit ist, dass wir endlich die UN-Konvention gegen Korruption unterzeichnen oder ratifizieren können. Da sind wir keinen Schritt weitergekommen. Und das liegt daran, dass Sie das alles blockieren. In Wirklichkeit sind Sie die Gegenpartei. Nichts passiert von Ihnen. Sie blockieren das alles. Zwei Oberbegriffe kennzeichnen diese Debatte auch heute. Die Oberbegriffe sind Transparenz und Verbote. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, beides ist wichtig. Wir wollen maximale Transparenz und wir wollen genau das verbieten, was für die Demokratie und für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat abträglich ist. Wir wollen maximale Transparenz, weil die Bürgerinnen und Bürger wissen sollen, was wie finanziert wird. Denn nur dann können sie auch eine mündige Entscheidung treffen. Und dazu gehört natürlich das Thema Nebentätigkeit. Alles redet hier über die Causa Steinbrück. Aber wir haben doch auch in anderen Fraktionen genug Fälle. Nehmen wir mal das Beispiel des Kollegen Koschorek, der im Gesundheitsausschuss für die CDU sitzt und im Jahr 2010 und 2011 insgesamt 28 bezahlte Vorträge vor allem bei der Pharma- und der Industrie und bei Pharmalobbyisten gehalten hat. Darüber kann man doch auch mal reden. Und lassen Sie uns reden über Parteienfinanzierung. Auch da brauchen wir Transparenz. Denn natürlich, wenn die Bürgerinnen und Bürger vorher wissen, welche Großspenden zum Beispiel die FDP erhält von Arbeitgeberverbänden, von Konzernen, ja, dann wundert sich auch niemand hinterher darüber, was an Politik rauskommt. Das ist doch klar. Linke Wähler haben es einfach. Da weiß man, woran man ist. Wir bekommen keine Spenden von Großkonzernen. Da zieht kein Lobbyist und kein Unternehmen mit Spendenschecks an den Strippen. Das machen wir ganz bewusst nicht. Ja, Sie können sich gerne aufrufen, Frau Künast, ich komme auch noch zum Thema Parteiensponsoring. Da haben wir auch eine klare Position und da haben wir eine klare Praxis im Gegensatz zu den Grünen. So, aber was die Spenden angeht, da zieht bei uns keiner an den Strippen. Da weiß man, woran man ist. Und deswegen sind wir auch nicht abhängig. Lassen Sie uns. Die Transparenz ist wichtig, aber wir brauchen in diesem Feld auch Verbote. Verbote sind sinnvoll, weil es Wertentscheidungen des Gesetzgebers sind und weil wir bestimmte Mechanismen einfach auch abstellen müssen. Und das kann man ganz einfach auch sozusagen festhalten. Wir sind als Linke dagegen, dass es Parteispenden von Unternehmen und Konzernen gibt, weil wir Abhängigkeiten vermeiden wollen. Wir sind gegen ein Parteiensponsoring, weil Parteiensponsoring nichts anderes ist als verdeckte Parteienfinanzierung. Und wir sind natürlich auch dagegen, dass es direkte Spenden an Abgeordnete gibt, weil man da nämlich die Grenze zur Korruption so vermischt hat, dass man es gar nicht mehr sauber abgrenzen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie Sie heute, wie Sie bisher alles blockiert haben, auch zukünftig damit umgehen werden. Union und FDP werden die alle Initiativen blockieren. Aber wir wollen als Linke nicht darauf warten, dass Sie irgendwann in der Opposition sitzen und es andere Mehrheiten gibt. Wir sind als Linke mit gutem Beispiel vorangegangen und alle Nebentätigkeiten, alle Nebenverdienste unserer Abgeordneten haben wir öffentlich auf den Cent genau ins Netz gestellt, ohne dass es eine gesetzliche Verpflichtung gibt. Und das kann jede und jeder von uns auch machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da fordere ich uns alle auf. Sie können diesem Beispiel folgen, da kann jeder diesem Beispiel folgen. Und ich freue mich darauf, dass Sie in Ihren Wahlkreisen von den Bürgerinnen und Bürgern angesprochen werden, die dann irgendwann vielleicht auch mal fragen werden, wenn das bei der Linken möglich ist, warum nicht bei dir? Vielen Dank. Letzten Redner zu diesem Debattenpunkt erteile ich Helmut Brandt für die CDU-CSU.